So, hallo, da sind wir wieder bei Morrowind. Mir wurde mitgeteilt, dass ich ja gefälligst bitte doch das jetzt immer richtig formulieren soll. Outland, what do you want? Ach verdammt, wie war denn das nochmal hier mit diesem Sichtwechsel? Tap, tap war's, tap war's. So. Mir wurde gesagt, ich soll doch das Wort bitte richtig verwenden, nämlich Morrowind und nicht Morrowind. Das hängt natürlich immer von der regionalen Blablabla ab, aber ich habe mal ein paar Videos eingeguckt, wo eben auch unter anderem mir das Outro oder die Schlusssequenz und da drin wird ja auch erwähnt, dass es Morrowind ausgesprochen wird und weil in dieser Region eben Morrowind als Morrowind und nicht als Morrowind ausgesprochen wird, dann machen wir das eben auch. Wobei hier mit diesen ganzen Winding Roads ich Morrowind jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt fände. So, mir wurde gesagt, ich soll, um Fargot besser zu beobachten, könnte ich mich doch einfach mal hier auf die Plattform stellen. Da würde man ihn sicher super sehen. So, das Problem, das ich hier dabei aber habe, ist, hier ist doch Licht. Wenn ich mich hier hinstelle, dann sieht doch jeder, dass ich hier runter gucke. Das bringt doch gar nichts. Null. Nada. Niente. So. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin. Ach, ich habe wieder die Mini-App im Hintergrund. Das heißt, es flackert hier wieder die ganze Zeit. Das ist doch zum Kotzen. Naja, egal. Auf jeden Fall stelle ich mich jetzt hier hin und von hier aus soll ich ja Fargot wunderbar beobachten können, wobei ich ihn immer noch nicht sehe. Aber noch ist es ja nicht mitten in der Nacht, obwohl es eigentlich mitten in der Nacht ist, aber er läuft eben nicht mit seiner Taschenlampe, seiner Fackel rum. Da drüben müsste er sein. Das ist er, genau. Da drüben ist er. Und deswegen stellen wir uns mal hier direkt vor die Lampe, damit er auch sieht, dass wir hier stehen und ja. Genau. So, die anderen Verstecke, die haben mir ja ausgeräubert. Und dann schauen wir doch von hier aus mal einfach, ob Fargot jetzt herausfindet, dass wir ihn beobachten. War das Flackern von dieser blöden Mini-App da oben, das geht mir voll auf den Keks. So. Also, ich habe quasi eine kleine Mini-Anwendung in Windows 7, mit der ich überwache meine CPU-Auslastung und meine Speicherauslastung. Ich meine, solange wir hier warten, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. CPU-Auslastung und Speicherauslastung und die hängt halt so auf dem Desktop rum und da ist jetzt halt eigentlich Morrowind drüber. Hey du! Du kannst aber ruhig ganz normal gucken, ne? Du brauchst dich da nicht so. Genau. Und wie gesagt, da ist dann eben jetzt der Bildschirm von Morrowind drüber und das flackert da irgendwie die ganze Zeit durch. Ich weiß nicht, ob ihr das bei der Aufnahme sehen werdet. Ich hatte das ja schon mal und war dann sehr verwundert, dass ich in den Videos da nichts von gesehen habe. Kann also sein, dass es bei euch nicht zu sehen ist, aber mich nervt es gerade ein bisschen. Normalerweise habe ich es auf einen anderen Desktop geschoben, weil dann kann ich das nämlich. Jetzt ist aber gut. Dann kann ich das nämlich auch noch während dem Spielen ein bisschen im Auge behalten, obwohl das nicht wirklich relevant ist. Festplattenauslastung wäre da viel interessanter. Apropos Festplatte, wenn ich hier eh gerade rumstehe und nur Blödsinn erzähle und darauf wartet, dass Fargot endlich mal zu seinem dreckerten Versteck geht. Verdammt, die Axt. Ich hatte ja leider einen kleinen Ausfall. Was mir natürlich sehr leid tut, persönlich. Also ich fand es sehr ungeschickt. Ich hatte einen kleinen, ja, Festplattencrash möchte ich jetzt nicht sagen. Ihr müsstet ja, falls ihr die Videos angeguckt habt, schon längst über das Video gestolpert sein, wo ich mich über die Performance und den Performanceverlust wundere. Das hängt damit auch ein bisschen zusammen. Und zwar habe ich festgestellt,
dass irgendwie nach einem Login-Versuch Windows gemeint hat, müsst ihr irgendwie eine halbe Stunde dann einloggen und eine halbe also erstmal eine halbe Stunde brauchen, bis es mich überhaupt mal mein Passwort eingeben lässt und dann noch eine halbe Stunde brauchen, bis ich dann endlich wirklich auf dem Desktop bin. Und dann noch mal eine halbe Stunde, also ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen, aber das mit der ersten und der zweiten halben Stunde, das kommt gut hin. Bis ich dann meinen Desktop auch wirklich benutzen kann. Hat sich herausgestellt, das waren dann irgendwelche fehlerhaften Sektoren auf meiner Festplatte. Und effektiv konnte ich dann also mein System nicht verwenden und nicht nutzen, bis ich dann diese fehlerhaften Sektoren wirklich bereinigt und beseitigt und wiederhergestellt hatte. Und dem Ganzen dann nochmal die Krone aufzusetzen, hat sich Windows aber eigentlich prinzipiell geweigert, überhaupt einen File-System-Check durchführen zu wollen. Tolle Sache. So, ihr wisst jetzt, womit ich mich die letzten 5 Tage beschäftigt habe. Also die letzten 5 Tage in Bezug auf diese Aufnahme. Natürlich nicht die letzten 5 Tage in Bezug auf diese Veröffentlichung, weil ich hoffe ja, dass ich die Folge irgendwann zeitnah veröffentlichen werde, beziehungsweise können werde, beziehungsweise, ja. So, Fallgott, renn doch mal zu deinem Versteck. Der Dreckshund macht es einfach nicht. Das muss irgendwie immer die richtige Zeit sein, sonst tut er das nicht. Ich finde das eh so faszinierend, ne? Wir sind hier mitten in der Nacht. Und die rennen hier alle rum. Ach, Moment. Ich wollte ja die Dinge ausräubern. Boah, ich finde die Musik super. Ich liebe die Musik. Das ist echt genial. Ich glaube, ich muss die Soundeffekte runterstellen und die Musik ein bisschen hoch. Fällt es auf, wenn ich die jetzt klaue? War nicht. Gut, so fühle ich mich auch schon mal viel wohler, wenn man da nicht sieht, dass ich hier rumhänge. Ton nicht getroffen. Ich schäme mich. Gewaltig. Ich schäme mich so richtig. So. Jo, das wird wieder so eine Schlaffolge und das blinkt dann hier oben die ganze Zeit. Das wird also so eine richtige Epileptiker-Folge dieses Mal. Gut, während wir hier rumhängen und uns langweilen, was kann ich denn erzählen? Da unten läuft der Fahrgott schon wieder. Guck hier, da ist er. Da. 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 Soll ich mal eine Wache angreifen? Ich meine, die kommen ja nicht hier hoch, ne? Wachen kommen ja... Die laufen ja nicht durch Türen. Aber ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht sogar einen Bogen haben. Dann bin ich natürlich dran. Boah, ich muss dringend mal wieder meine Stimmbänder trainieren, fällt mir da gerade auf. Also mein Frequenzband ist gerade sehr beschränkt. Da unten steht der. Ja komm, packet eure Fackeln aus. Ich weiß, im Regen ist es schwierig, die anzuzünden, aber... So, das war jetzt Absicht, weil da unten Clear Throat stand. Na komm, Fahrgott, trau dich.
Da fällt mir ein, ich muss ja immer noch zum Beispiel den Mörder finden, ne? Warren Gilnett. Aber ich weiß nicht, wer Warren Gilnett ist und vor allem, wo ich ihn finde. Ah, ich glaube, das ist jetzt die bessere Variante. Ich glaube, ich gehe jetzt mal versuchen, den Warren Gilnett zu finden. Und erst wenn dann wirklich hier die Leute mit den Fackeln rumlaufen, klettere ich hier auf den Turm und dann müsste das ja klappen. Gut. An dieser Stelle übrigens natürlich auch danke, ne? Für die vielen. Das ist ein Buch. Genau. Das möchte ich jetzt nicht lesen. Aber ich dachte, vielleicht bringt es irgendwas so von wegen Erfahrung oder so. Aber ich würde ganz gerne jetzt einfach mal den Fischer suchen. Um ihn auf das Steuerphänomen anzusprechen. Das ist. Ja. Marcel. Ja. Keine Ahnung, wo der Fischer seine Hütte hat. Oder ob der überhaupt eine Hütte hat. Ah. Da ist er doch. Vielleicht sollte ich mich vorher ein bisschen heilen, aber. Masera. So, der ist es, ne? Der ist es. Mache ich einen Schnellspeichern? Ups, jetzt habe ich schon gedrückt. Tralalala. Offensichtlich mache ich das. So, was gibt's denn hier? Ach, das kann ich ja nachher eh alles mitnehmen, wenn er tot ist. Den Typi, du bist. Da hast du verdammt recht und ich habe eine gute Sache getan. Er hat sich eine Menge von Geld, ja, Skimming, was auch immer. Erschlichen würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube nicht, dass erschlichen die richtige Übersetzung ist, aber ich weiß es gerade nicht. Von uns allen, also von all uns ehrlichen Leuten. Er hat uns über den Tisch gezogen. Also er hat quasi zu hohe Gebühren mit den Steuern verlangt. Und den Unterschied für sich selber behalten. Also quasi die Differenz zu dem, was er eigentlich abmessen müsste. Und dann ist er natürlich noch rumgerannt und hat sein Geld jedem gezeigt unter die Klamotten und so mit seinen neuen Kleidern und seinen Juwelen. Also habe ich den Bastard umgebracht. Und habe seinen Körper da draußen zum Verrotten liegen lassen. Mit all dem Gold, das er natürlich noch hatte. Ich glaube dir ja schon, aber das ist keine Rechtfertigung für Mord. Ja, das ist immer das, dass man jetzt eine Entscheidung treffen muss. Also ich würde es ja gern. Ich habe ja einen Quicksave gemacht. Ich meine, okay, wenn wir jetzt im echten Leben wären, dann müsste ich eins von den beiden wählen. Und es war ja eigentlich schon abgemacht, dass es keine Ausrede für Mord ist. Sorry, tut mir leid. Keine Ausrede für Mord. Und ist es auch nicht. Und du wirst die gerechte Strafe nach dich ziehen. Und mich wahrscheinlich niederschlagen. Okay. Aber jetzt so rein aus Neugier, weil ich die Option habe, würde mich natürlich schon mal interessieren, was passiert, wenn ich sage, ich glaube dir, was du sagst, und ich werde den Autoritäten nichts erzählen. Werde ich natürlich nicht machen. Ich meine, ich werde ihn, also er wird mich abmetzeln, aber ich werde es versuchen, mich dagegen zu wehren.
Aber das machen wir jetzt einfach nur jetzt für diesen Stand, um mal rauszufinden, was. Das gesamte Büro ist korrupt. Ich sag dir was. Einen dieser Tage werden sie Dings, das schwöre ich. Obwohl dieses hier, das war sein Ring. Das ist der Ring, bla bla bla, und sie, Ding, die mochten alle seine Frau. Dann kann ich jetzt Goodbye sagen und krieg den Ring und ohne Probleme. Dann krieg ich aber die 500 Dingsbums nicht. Ja, warte mal, das machen wir noch viel dreckiger.